Seid gegrüßt, liebe Brüder und Schwestern. Und wir sind hier im Buch, weil ja letztes Mal hier draußen ein Auto rumeierte. Also gehen wir mal raus aus der Pause. Und ich höre das Auto schon wieder herumeiern. Lass uns doch mal sehen, wo die Herren sich vielleicht rumtreiben. Sie werden sich nicht offenbaren. Nein, sie werden sich nicht offenbaren. Solange wir nicht das Quad dort bestiegen haben, werden sie uns nicht behelligen. Aber dann sofort. So, wir müssen in diese Richtung. Ja, nehmen wir uns das Quad. Und hoffen wir mal, dass es uns einigermaßen lange erhalten bleibt. Hui, wenn wir auf dieser Seite der Bahn fahren, sollten wir eigentlich einigermaßen sicher sein. Und möglichst weit von der Bahnstrecke wegbleiben, denn auf der anderen Seite verläuft die Straße und da fahren die Vögel ja immer schön Patrouille. Wo will ich hin? Einmal kurz zum Waffenshop. Ich will mal sehen, was wir uns leisten können. Ich will unsere Munitionsvorräte auffrischen und dann fahren wir wieder zurück zum Busbahnhof und ja, fahren von dort aus. Fahren von dort aus zu diesem Agrarladen. Zum Agroladen. Warte mal, ist das hier der Laden oder ist das... Ja, es ist der Laden. Okay, alles klar. Okay, ich habe wieder einen Kaffee am Start. Lecker. Eine gute Melitta Barista Edition. Die Spaß. Eine Schrotflinte. Ich mag keine Schrotflinten. Ich weiß nicht warum, aber... Oh, ein Granatwerfer. Diese RPGs sind eigentlich auch ganz lustig. Flammenwerfer. Ihr wisst, was ich davon halte, ne? Was haben wir hier noch am Start? Wahrscheinlich nicht besonders viel. Die Verbesserungen hier. Okay, ich weiß nicht, ob ich diese Reparaturverbesserung überhaupt haben will. Schrotflintengurt interessiert mich eine Wurst eigentlich. Ja. Spezialwaffenkiste wären 24 Ocken. Weiß gar nicht, ob ich das haben will. Dann lass uns doch mal schauen, was man hier vielleicht kauft. Ja, diesen Granatwerfer hier, den könnte man mal sich holen. Ich weiß zwar, dass das ein zweischneidiges Schwert ist, ne? Granatwerfer in einem Land, wo alles brennt. Okay, ich mache mal hier einen Speicherstand. Ach, ich könnte eigentlich überall speichern, ne? Aktualisiert Liste. Was eiert das dann da so rum? Okay. Wir gehen ins Lager. Ja, wir könnten jetzt diesen Granat... Wo ist eigentlich der Granatwerfer jetzt hin? Ist der jetzt hier oben oder was? Ja, das ist der Granatwerfer. Okay, alles klar. Ist ein komischer Granatwerfer. Wir tauschen mal die Waffen durch. Ja, den Granatwerfer könnten wir anstatt der... Weißt du was? Spaß. Und dann holen wir uns Muni, natürlich. Das brauchen wir alles. Wir brauchen das alles. Ja, wie gesagt, wir versuchen da von Norden ranzukommen. Von dem Bach. Weil ich annehme, dass dort weniger Bewachung ist als unten am Haupteingang, wo dieses Wachhaus ist, wo der Sniper sitzt und so weiter. Glaubt mir, das ist besser. Ich habe dort Paul Ferenc, heißt der Begleiter, den ich, also der Retter, den ich im Privaten habe. Und den habe ich da zweimal am Stück verloren. Und dann habe ich einen Rage Quit gemacht. Ja. Kann schon mal passieren. Okay. Warum fahre ich eigentlich hier hin? Ach ja, weil ich zur Bushaltestelle will. Ja, genau.
Safe House ist jetzt gar nicht wichtig. Wir fahren mit dem Bus. Also wohlgemerkt, ich habe diese Queste nur bis zu dem Zeitpunkt gemacht, wo ich wo zweimal mein Begleiter gekillt wurde und Rage Quit, ne? Also, wir machen mal kurz Lageplanung. Also wir müssen nach Nordosten zum Bus. Dann kommen wir da runter, da wo der kleine Teich ist. Da sind aber lauter Leute. Die müssen wir erstmal platt machen. Dann gehen wir vielleicht nochmal beim Safehouse vorbei und dann fahren wir nach unten mit dem Boot. Vielleicht müssen wir gar nicht zum Safehouse. Fahren wir nach unten mit dem Boot und greifen die Scheuse von Norden an. Und dann hoffen wir mal. Ich bin schon vollkommen durcheinander, weil Nordosten, das ist da. Okay. Jetzt hätte ich beinahe das Schild abgeschossen. Ja, annehmen. Rum, der alte Hanomag. Diese Kirche habe ich auch noch nicht gesehen. Ach, wir werden wahrscheinlich noch so viele Locations sehen. Es soll ja auch noch einen komplett anderen Teil der Karte, also noch eine zusätzliche Karte geben. Irgendeine Region, die genauso groß ist wie das, was wir jetzt momentan erkunden. Speichern und fortfahren. Und los geht's. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir hier am besten? Warte, wir müssten in diese Richtung runter, ne? Ja. Wir nehmen wieder den Lader, wie schon vorher. Das Ding probieren wir bald aus. Bin jetzt ein bisschen nervös, weil wir haben jetzt zwei krasse Gegenden vor uns. Einmal hier oben jetzt dieser Lake District, dieser Teich District hier. Da müssen wir erstmal durch. Und die Vögelchen, die dort sind, möglichst effizient entsorgen. Und dann ein Boot klauen. Ihr erinnert euch, hier waren wir vorhin schon mal. Ah, da steht auch schon einer. Ihr wollt nicht... Huhu. Irgendwo eiert hier einer. Aha. Habe ich wieder die Ohrstöpselverhärtung drinne? Ich sehe einen. Ah. Warum kriege ich meine Sniper nicht an den Start? Sehe einen. Der liegt. Wo war das Auto eben? Okay. Bin ein bisschen nervös. Das war das Auto wahrscheinlich. Der ist ausgestiegen. Bin mir ziemlich sicher, dass wir hier noch nicht alleine sind. Ich höre schon wieder ein Auto. Lange steht er das nicht durch. Wer? Oha. Oh, bloß nicht mit dem Granatwerfer hier rumballern. Das sieht mir nach einer Diamantengegend aus. Nö. Würde gerne ein bisschen Muni aufsammeln. Wenigstens hat er hier schon mal die Tür aufgeschossen. Da ist Muni. Wir sollten nämlich möglichst gut ausgerüstet sein. Ach, was du nicht sagst. Aha. Ja, also ich würde mir gerne so ein Boot packen hier. Warte. Ja, genau.
kann natürlich jetzt übelst schief gehen. Aber wir hoffen einfach mal das Beste. Ciao. Oh, da ist ein Diamant. Wow. Ich glaube, ich habe... Halt die Schnauze. Ihr hört das wahrscheinlich gar nicht, weil die Musik wieder zu laut ist. Was wohl für Musik läuft. Den Diamanten hole ich mir irgendwann mal. Ich will jetzt diese Sache hier klar kriegen. Wir werden genügend mit dieser Sache zu tun kriegen. Oh, schon wieder eine halbe Folge. Digga. Wie viel insgesamt? Knapp 3 Stunden mit Pausen. Okay. Ich sollte vorsichtig sein, denn wir müssten eigentlich recht bald da sein. Occidental Growers Company. Okay. Accidental. Growers, da wird wahrscheinlich Gras angebaut. Digga. So, OGC. Ist ja voll OG. Okay, okay. Kein Blödsinn reden. Vorsichtig sein. Okay, 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 okay. Wir dürften fast da sein. Ja. Okay, ich park mal das Boot hier vorne. Ich will nicht, dass wir uns anmelden, irgendwie. Das ist nämlich eine ganz schöne Menge Geschmeiß da drin. Und wenn wir die zu früh auf uns aufmerksam machen, dann kommen nämlich das ganze Geschmeiß von der Vorderfront auch angefahren. Insofern Low Profile, Baby. Warum komme ich hier nicht hoch? Aha. Vorsichtig. Ich sehe schon Bewegung. Okay, das ist die Plantage. Ich mache mal einen Speicherstand. Sind wir verletzt? Na, warte, halt. Nee, das ist nicht das, womit wir das checken können. Tatsächlich. Schon eine Verletzung gehabt. Kacke, dann haben wir gar nicht die volle Gutigkeit am Start. Okay. Also. Wenn wir das geschickt anstellen, was wir sollten, dann können wir mit minimalen Verlusten den Quatsch auf die Reihe kriegen. Das ist eine Sniper-Position, die war letztes Mal besetzt, komischerweise jetzt nicht. OGC. Wenn ich den abschieße, dann kommt die ganze Kacke von vorne. Das Sprengfass in meiner Nähe macht mir Corona. Okay. Das kann gefährlich werden hier. Und mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit würde es das auch. Ne, das letzte Mal war ich hier mit meinem Begleiter Paul Ferenc, den wir hier noch gar nicht getroffen haben, den wir aber vielleicht auch noch kriegen. Aha. Wechselposition. Ja, wenn wir die Position wechseln, dann läuft das Vögelchen nämlich dahin, wo wir vorhin waren, wo wir eben waren. Oh,
Snipey. Okay. Der hat mir letztes Mal Corona gemacht. Und hier sind irgendwo diese Pumpen. Die wir ausschalten sollen. Ich habe da eben eingesehen. Ja, das sind eine Menge Leute. Ich mache mal Schnellspeicherstand. Je mehr Schnellspeicherstände wir haben, umso besser. Okay. Ich weiß, was ich für ein Gesicht mache, wenn ich angestrengt bin. Es gibt da jemanden, der das unnetterweise eine Panikfresse nennt. Seien wir gegrüßt, Vögelchen, falls du das hier siehst. Mach's besser und mach ein Let's Play. Du bist getroffen. Das finde ich gut. Ah, ist wieder ein Sniperchen. Schnell Speicherstand. Oha. Wo ist der Vogel? Was? Alter. Die Spritzen schmelzen dahin. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Da ist irgendeine Hütte. Vielleicht finden wir da irgendwas drinne. Aha. Ich kann Diamanten, aber das interessiert mich jetzt erstmal eine Wurst. Oha. Ich hätte jetzt gern ein bisschen Heilmittel. Ui. Was hier? Oh. Aha. Die Pumpen waren doch hier dazwischen, wenn ich mich recht erinnere. Ha. Aha. Alter! Wo ist das Kackviech? Wo ist der Mistkerl? Ne, hier oben ist er nicht. Hier bin ich auf dem Präsentierteller. Da ist er. Nichts zur Hilfe.